Was geht ab, Digga? Was geht ab? Aibo! Heute haben wir ein Q&A für euch. Einfach mal Fragen beantworten, dachte ich, als zweites Video. Ganz schön passend. Ich habe auf Instagram eine Fragerunde gestartet. Wenn das Video online kommt, ist das wahrscheinlich schon 2-3 Wochen her. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Hier ist alles eingeblendet, Instagram, Snapchat und TikTok. Ich würde sagen, gar nicht lange schnacken, sondern direkt loslegen mit den Fragen. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Und dabei glücklich, als es besser zu wissen und deshalb traurig? Boah, ich glaube, um ehrlich zu sein, ich wäre lieber... du bist dumm. Aber lieber dumm und dabei glücklich. Ich sag's euch ehrlich, lieber gar nichts wissen, Digga. Gar nicht wissen, was abgeht und dafür einfach glücklich, anstatt alles zu wissen und checken, wie kacke alles ist, wie scheiße die ganze Welt ist und deswegen nicht glücklich sein zu können. Lieber dumm und glücklich. Wie ist es, Onkel zu sein? Onkel zu sein ist echt heftig. Also ich bin einer, zum Beispiel mein Onkel war in meinem Leben ein sehr wichtiger Mensch immer oder ist immer noch ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Von ihm habe ich viel gelernt, zu ihm habe ich immer aufgesehen. Und genau das Gleiche möchte ich gerne auch für meinen Neffen und für meine Nichte sein. Deswegen ist es ein sehr schönes Gefühl, Onkel zu sein. Was ist für dich das Besondere an Kiel? Das Besondere an Kiel ist für mich das Wasser, das Meer. Also alles schön und gut. Andere Städte haben vielleicht mehr, haben geilere Sachen, aber wir haben das Meer und das Meer ist das Geilste, was du haben kannst. Ich sag's euch, Digga, Mann. Wasser ist wichtig im Leben. Was hat sich alles in deinem Leben verändert, seitdem du mit YouTube angefangen hast? In meinem Leben hat sich seitdem eigentlich nicht viel verändert, außer dass es... Also YouTube ist etwas, wenn man es macht und wenn, ich sag mal, die Klickzahlen stimmen, dann ist es etwas, was oft ein Thema ist. Also egal, wo du bist und wenn die Leute wissen, einfach egal, ob ich mit meiner Familie bin, ist es oft ein Thema. Egal, ob ich mit Freunden bin, egal, ob ich Leute kennenlerne, ist es immer schon so ein Thema. Wisst ihr, was ich meine? Was hältst du von Rajas Kanal? Also gönnst du ihm den Erfolg? Diese Frage kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Also ich check nicht, was ihr mir damit sagen wollt. Wollt ihr irgendwie sagen, dass, warum sollte ich meinem Bruder... Also wenn er Erfolg hat, ist das für mich so, als hätte ich Erfolg. Deswegen check ich diese Frage nicht. Das Wichtigste im Leben für dich? Das Wichtigste im Leben für mich ist meine Familie und meine Freunde. Ganz einfach gesagt. Und Galatasaray. Was hältst du von Mädels aus Frankfurt? Mädels aus Frankfurt, also wir reacten ja oft auf diese Videos und ich habe das Gefühl, dass die Leute dadurch irgendwie denken, dass wir irgendwie jetzt so dumm sind und denken, hör, alle Mädels aus Frankfurt sind asozial. Nein, man kann, es geht nicht, man kann nicht alle in einen Topf schmeißen, das geht nicht. Es gibt natürlich asoziale, es gibt auch sehr schöne Frauen bestimmt in Frankfurt, das ist in jeder Stadt so. Und diese ganzen Videos sind halt in Frankfurt extrem viele Videos, deswegen denkt man halt, dass das in Frankfurt so extrem viel ist. So denke ich. Was für ein Sternzeichen? Mein Sternzeichen, Digga, Mann, ist Wassermann. Hast du auch mal schlechte Laune, wenn ihr ein Video dreht, es aber nicht zeigst? Boah, das sage ich euch ganz ehrlich, ja, das kann schon mal vorkommen. Also oftmals ist es so, wenn einer von uns drei schlechte Laune hat, dann sagen wir das Drehen ab. Aber zum Beispiel... Ich kann mich jetzt an keine genaue Situation erinnern, aber sagen wir haben uns alle eine Woche vorher verabredet, um 15 Uhr am Sonntag zu drehen. Und Sonntag 14.30 Uhr kriege ich schlechte Laune, wodurch auch immer. Wenn ich dann absage, dann ist das schon hart. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich, wenn es extrem ist, dann sage ich natürlich ab. Dann haben die natürlich auch Verständnis dafür. Aber wenn es nicht sein muss, dann will ich auch nicht mit deren Zeit spielen. Weißt du, was ich meine? Weil, was ist das Wichtigste, was für Menschen haben im Leben? Zeit. Muss deine Freundin eine Türkin sein? Nein, muss sie nicht. Also ich bin ehrlich, das sage ich euch echt vom Herzen ehrlich. Es wäre rein aus dieser kulturellen Sicht und dieses Leben, wie man es führt oder wie man es von seinen Eltern kennt, rein davon wäre es, ich sag mal, praktischer. Oder ist es, man ist sich direkt näher, sage ich mal, wenn man aus derselben Nationalität ist. Aber... Das ist für mich gar kein Grund irgendwie. Also wenn ich mich jetzt in eine Kurdin, in eine Albanerin oder sonst was verliebe, dann verliebe ich mich in sie und dann ist gut. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, also sie muss keine Türkin sein. Wieso wohnst du alleine? Ich wohne gar nicht alleine. Das ist ein Lügemann. Warum lügst du, Digga, Mann? Ich wohne bei meinen Eltern. Wie sieht's aus mit Freunden, Frau?
Digga, die sind so laut draußen, Digga. Ey, Pisser, Digga, halt mal eure Fresse da draußen, Digga, Mann. Bevor ich rauskomme, Digga. Reicht! Weil diese Frage wirklich 500 Mal drangekommen ist, habe ich die jetzt einfach mit reingenommen. Ich habe keine Freundin, ich habe keine Frau. Mir geht's trotzdem gut. Wenn es irgendwann soweit ist, dann ist es soweit. Alles gut, Digga, Mann. Weiter geht's. Ein Wort, das du am meisten benutzt. Ein Wort, was ich am meisten benutze, ist Digga. Also ich glaube, das haben wir alle. Ob es Momo ist, ob es Raja ist, ob es Metto ist, ob es ich bin. Also ich glaube, wir alle sagen schon ziemlich oft Digga. Digga, 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 Digga. Wann hast du Geburtstag? Ich habe Geburtstag am 31.01. Also ich bin geboren am 31.01.97. Damit haben wir auch direkt schon noch eine Frage geklärt, wie alt ich bin. 31.01.97 geboren und ich bin 23 Jahre alt. Wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du? Ich wäre natürlich, also mein Lieblingstier ist Löwe. Ihr wisst Bescheid, Aslan. Aber ich wäre auch schon gern, ich glaube, ein Adler oder so, der einfach mal fliegen kann. Ja, fliegen ist, glaube ich, das Krasseste. Fliegen und unter Wasser ist auch krank. So ein Hai. Boah, Digga, wäre geisteskrank. Wird schon Spaß bringen, ich bin ehrlich. Wo willst du mal wohnen, wenn du verheiratet bist? Grüße aus Gummersbach. Wenn ich verheiratet bin, ich glaube, ich werde trotzdem in Kiel bleiben, weil ich sehr glücklich bin in Kiel. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, irgendwann in Istanbul zu wohnen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also Istanbul ist eine Stadt, wo ich auch viel Familie habe, wo meine Eltern wahrscheinlich, oder meine Eltern vielleicht, die werden auf jeden Fall, denke ich, später, wenn die in Rente sind, werden die in die Türkei ziehen, so wie ich denke. Aber mal gucken, ob diese oder Istanbul. Aber man weiß nicht, vielleicht bin ich in einem Jahr weg einfach. Ja, meine lieben Friends, das war wieder ein kurzes, knackiges Video heute. Einmal kurz alle Fragen beantwortet, die mir hier gestellt wurden. Wenn ihr das nächste Video nicht verpasst, also wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein wollt mit eurer Frage, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Wenn ihr schon mal dabei seid, auch auf Snapchat und wenn ihr schon mal dabei seid, auch auf TikTok. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was für Videos ihr gerne sehen wollt als nächstes. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Ich küsse eure Herzen, küsse eure Augen, passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal.